So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator 21. Lass mich raten, ich darf natürlich auf der falschen Seite stehen, ne? Ja, welche Überraschung. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Leider musste ich. Warte mal, was halt die. Jetzt halt Stelle. So. Ja, wir müssen jetzt wieder schauen, dass wir jetzt zumindest mal den Bus wieder auf die andere Richtung bringen. Ach, ja. Ich würde auch da einfach rein. Das Problem ist, es ist ein Gelenkbus. Ich muss ein bisschen rangieren. Ja, ich muss den Bus nämlich auf die andere Seite bringen. Ja, natürlich! Während der Bus rangiert, kann man ja mal ohne Probleme sich durch. Er sagt. Oh, sind die Leute weg? Nicht? Ich war jetzt eigentlich anders geplant, aber jetzt hat er mich nämlich so ein bisschen despawned. Aber ich kann ja wieder abkürzen, oder nicht? Kann ich nicht, natürlich nicht, weil es einmal schwarz ist. Oh, fahr doch weg. Ja, ja, ist gut. Ja, heute. Ach Mann, ich lauf doch nicht dabei einfach über die Straße. Ja, leider musste ich die letzte Folge, also Mailbook, das Aufwerten, leider offscreen machen. Weil damit mein Spiel abgekackt ist, also plötzlich war ein Spiel wieder drin. Das heißt, dann war die Aufnahme auch von weg, die Folge zumindest weg. Naja, ist halt so, passiert. Ärgert mich gerade so ein bisschen, weil ich hätte gar nicht gerne Mailbook erzählt, aber Mailbook ist fertig. Aber ja, wir sind jetzt einmal mit den Aloysiage. Da fehlt uns noch eine Haltestelle, glaube ich, meines Wissens. Und dann hätten wir das Thema auch erledigt. Aber ab jetzt sind wir mit den Aloysiage und mit Sunkiss ein bisschen gut beschäftigt. Ich habe meine Bewerbung als Fahrer abgegeben. In der Zwischenzeit bin ich einfach nur Passagier. Oh, cool. Vielleicht neuer Kollege. So, ich muss kurz was machen. Die hätten wir schon auf 4, die Haltestelle hier. Das ist ja auch schon wieder was. Gallant Drive. Die wäre auf 4, ne? Ich brauche eine Fahrkarte. So. Gut. Machen wir es doch. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Jetzt alle Fahrgäste drin. Weiter geht's. Ja, da kommt der nächste rein geschissen, oder? Nächster Halt, Second Avenue. Die Second Avenue.
die ist direkt hier vorne, die Haltestelle. Da hat ein Rollschuhfahrer dabei, alles klar. So, währenddessen kann ich die Haltestelle mal kurz aufwerten. Ist jetzt auch auf 4. Aber ist die Feststellbremse nicht gezogen? Dann müssen die überlegen. Doch, eigentlich. So. Haltestellbremse drin. Und ab raus. Normale einfache Fahrkarte. Oh nein, ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. So. Seniorenticket, Tageskarte. Und verkauft. Und wohin geht's jetzt? Ja, dann haben wir's. Nächster Halt, Rivera Street. Rivera Street. Ach, jetzt fängt es wieder zu regnen, oder was? Hab ich das gerade falsch gesehen? Nein. Entschuldigung. Können Sie mich rauslassen? Nein, die Haltestelle ist hier vorne. Hey, sollen wir heute Abend ins Kino? Rivera Street. Ich schau mal nach, was läuft und ruf mich zurück. Ja, bis dann. So, Haltestelle kann ausgeworfen werden. Und damit wäre die Rivera Street raus. Aber ich habe hart gearbeitet. Silver Park West, Silver Park, Slope Boulevard. Hör mal. Vicenta Street. Wie ist das? Rivera Street, die 5. Rivera Street. Nehmen wir die nämlich raus aus der Liste. Normale Fahrkarte, Tageskarte. Okay. Gut. 3,20 €. Ich glaube, ich werde krank. Du brauchst 3 Stück. Danke. Jo. Für Winter of Passion. So. Vicenta Street. Meine Güte. Ich hasse das, wenn die Leute nicht immer stehen bleiben, unbedingt, wenn sie, obwohl man eigentlich immer nichts passiert. Wir sind auch ein Stück schon. Moin, Kollege. Die nächste Haltestelle ist Vicenta Street. Die Vicenta Street ist einfach auf 5, das heißt, die geht aus der Liste. Vicenta Street. Die hätte ich aus der. Jetzt. Ist doch raus. Boulevard. So, du wolltest eine Rampe haben. Zum Rauslassen. Tschüss. Tschüssi. Einfache Fahrkarte. 280. Eine Fahrkarte bitte. Ja. So. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Seniorenticket. Einfache Fahrkarte. So, Rampe wieder rein. Türen zu. Und weiter geht die Reise nach
zum Sloat Boulevard. Ja, mal gucken, wie weit wir es heute hinkriegen. Von der aber heute, wie weit, wie viele Teile wir nehmen. So. So, Slot Boulevard. Ja, noch keine. Aber wir haben fast Level 109. So. Und der letzte möchte dann doch eine Fahrkarte haben noch. So. Leider nicht. Warte mal, kommen die euch? Slope Boulevard ist noch nicht auf 5. Gut. Nächste Haltestelle ist hier schräg drüben. Ach, das ist auch wieder eine Einbahnstraße, okay. Ich dachte mir, wir können jetzt hier schräg hochfahren. Das ist aber sehr spät, das Navi ist umgesprungen. Ganz einfach hier mit der Allee. Der wurde gesagt, das ist eine Einbahnstraße. Also okay, Ella erklärt, warum wir jetzt hier lang quälen müssen. Noch ein Rollstuhlfahrer, okay. So, halt ich ja, kann ausgebaut werden. Ich drück mal wieder weg. Wieder auf 4. Hey. Hallo. Hey. So, Tür zu. Waren bereit. Und weiter geht die Reise. Und jetzt geht's an die Nummer 9. Das ist der Silver Park East. Gerade so Glück gehabt, dass ich da nicht jetzt nochmal mit Eck reingekommen bin. Silver Park East. Jetzt müssen wir einmal rumfahren. Ach, jetzt müssen wir doch nochmal hier hoch. Ah, gut, das ist die scheiß Einbahnstraße, ne? So. Schöner aus. Schöner locker rum. Passt. Ich werde meine Enkelin besuchen. Sie wurde vor kurzem geboren. Ja, dann einfach raus. Die scheiß Rampe kann ich blockieren. Ist blockiert. Ja, dann muss ich jetzt erstmal. Und jetzt, wenn du was jetzt passiert, dann muss natürlich jetzt jeder halt eine Fahrkarte haben. Ja, das ist das Problem jetzt gerade. Ist mir gerade egal. Ich muss nur ganz kurz ein Stück vorfahren. Jetzt. Ja, perfekt, wie geil. Der Fahrgast ist raus. So. Nächste Haltestelle. Das ist dann die Nummer 10. Und ich glaube, die Mayfair Avenue fehlt uns noch, um dann eine Research auf 5 zu fahren.
jetzt auch. Da könnte man nämlich Zeugkiste weitermachen. So. So. Okay, was ist gerade aufgeploppt? Ich weiß nicht, was das jetzt war. Es ging so schnell weg wieder. Silver Park South. Moin. Silver Park South. Leider noch nicht. So, Tageskarte. 3,80 Euro. Gut. So. Und weiter geht's. Ja, zum Fair Avenue, die ich eigentlich als Startpunkt hatte, aber die habe ich jetzt als Zielpunkt genommen, weil dass das einfacher ist zum Aufwerten, wenn du die nicht als dritter Startpunkt hast. Ich meine, die ist jetzt eh da vorne direkt. So, und jetzt einmal hier außen rum. Fällt schon einfach Straße gefahren, was wir da. Ich bin abgebogen, das ist voll gar nicht. So, die nächste Anstelle ist hier, wie gesagt, die Mayfair Avenue. Ah ja. Fahr! So, die fahren wir ja zweimal. Wir fahren ja die Strecken immer zweimal pro Folge. Also nach und nach aufwerten können. Wie gesagt, es geht ja nach wie vor immer noch dazu darum, unsere Strecken jetzt aufzuwerten. Meine Fresse, du kannst auch fahren. Du musst jetzt nicht unbedingt da stehen bleiben. So. Und da sind. Bitte alle aussteigen. Thema Dinnerly Research. Ah, erledigt. Bam. Ja, war's jetzt. Jawohl, Eucalyptus Drive, ne? Fehlt noch. Die bin ich aber nicht sicher, ob die dazugehört. Also, die gehört laut. Ich weiß nicht, zu was sie gehört. Ob sie jetzt zu Dings gehört? Wahrscheinlich schon, ne? Ich meine, ich packe jetzt mit drauf. Ich gucke jetzt gerade, ob ich die alle hab. Bis auf den Eucalyptus Drive. Ne, sie gehört offiziell nicht dazu. Wenn ich jetzt auf die Nali Research hier gehe zum Beispiel, dann hast du, die haben wir die halt schon nicht dabei. Also gehört die halt schon nicht dazu. Ja? So, runter wählen. Eucalyptus Drive. Wir nehmen jetzt die Mayfair Avenue raus. Warte mal, wo habe ich denn hier? Da ist sie. Ne, warte mal, dann zurück. Hier unten. Mayfair Avenue. Den nehmen wir mal raus aus der Dings, dann haben wir das auch fertig. Dann habe ich, warte mal. Rivera Street. Arnold Park haben wir ja mit drin, dann könnten wir. Müssen wir ja als nächstes. Warte mal, mussten die 8. Silver Park South. Sind offiziell noch 8 Haltestellen, das heißt, wir müssten, wenn wir jetzt auf Seaview gehen, das wäre ja hier. Seaview Beach. Das sind ja nur 2 Haltestellen, hören wir mal auf. Seaview Point. Wenn Seaview mit dabei ist, Seaview Point. Dann nehmen wir die mit rein und hauen dann Seaview mit raus. Seaview Beach. Seaview Beach. Das Lustige ist, dass du quasi da den ganzen Weg zurückfahren darfst. Das ist wieder so eine Kackhaltestelle. Nee, das ist mal. Das nehmen wir an Eclipse Bay. Seaview nehmen wir an Eclipse Bay mit drin. Seaview Beach. Weil das ist ein bisschen sonst blöd, dass wir das hin und her, dass wir das über Witter müssen. Ich hänge jetzt da oben. Sandkist ist ja. Sandkist ist ja mit drin. Ja. Gut. Dann gehen wir da hin. Und ich nehme jetzt.
dann ja die Research raus aus der Liste, weil den Ali Research ist jetzt mit drin. Fertig. Ansetzen. Änderung mal hier. So. Gut. Das sind nämlich noch ein paar Haltestellen, die nämlich noch fehlen, die wir noch mit drin haben in den Haltestellen. Na, alles andere haben wir ja schon 5, das heißt, ich muss jetzt nach und nach die Haltestellen noch bauen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich baue ja jetzt schon. Wir fahren jetzt erstmal Sunkiss weiter. Heute geht es erstmal weiter mit Sunkiss. Oh ja, ich blinke links raus und man muss unbedingt, ich muss da noch hin, das ist nicht mal. Das ist teilweise wie im Real Life. Und ich bin wieder in Real Life auch bis Fahrer und die sagen da, man blinkt links raus und es lässt sich kein Schwein fällt mal einer rein und du bist doch auch, was ich auch schon erlebt habe, ich bin da bleibt stehen, ich fahre raus, in dem Moment fährt er wieder an und setzt sich neben mich. Das ist manchmal auch. Und fährt langsam, sitze ich dann neben mich. Verstehe ich manchmal nicht. Jetzt geht mir der Sack heute. Man muss ja nicht unbedingt da stehen bleiben. Ich hasse das. Warum auch unnötigerweise da? Warum auch einfach stehen bleiben? Noch. Zum Eucalyptus Drive, damit man das auch. Ah, einfach weiter. Einfach weiterfahren. Egal. Schilder sind überbewertet. Verkehrsregel, was ist das? Brauchen wir nicht. Na gut. Ich hoffe, dass wir den gleich aufwerten können. Also ich sagte, mache ich nicht. Ich habe keine Lust darauf. Weil irgendwie fehlt uns diese Liste, die alte schon eben auch noch. Also. Jetzt schon wieder los. Ernsthaft? Du bist mir jetzt gerade. Warum? Willst du mich jetzt verarschen? Eucalyptus Drive. Das Spiel ist jetzt, hat jetzt einfach gesagt, nö, du bist zu spät und ich gehe mal ins freie Spiel zurück. Okay. Ja, gut. Kann man auch machen. So. Vor allem muss ich da wieder einen neuen Bus auswählen. Sunkiss. Eucalyptus Drive. Ja, so. Also die ist doch. 2. Wohlgemerkt. Auf 3 sogar mittlerweile. Sehr gut. Umso besser ist es. Okay. So kann man es auch machen. Ja, wie gesagt, heute gucken wir uns ein bisschen um Sunkiss. Also wir haben jetzt in der Research gearbeitet. Wir nehmen heute den Sunkiss Auftrag. Also wir sind auch wahrscheinlich schon auf der morgigen Folge. So, weil da hier eine Haltestelle, eine Einbahnstraße ist, dürfen wir nicht da rein. Das heißt, wir müssen hier außen rum. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Lust zu warten. Ich bin hier Busfahrer. Ich verstehe mal. Also, weil ich NPCs verstehe ich nicht, warum die einfach blöd in der Gegend rumstehen. Aber gut. Ist halt so. Passiert. So, diese Route hat ja so noch 10 Haltestellen. Quasi, weil halt viel auf Hilfe. Ich habe die Kurve voll. Ich habe die Kurve voll überschätzt. Die Scheiße. Also. Ja, ist gut. Ja, in dem Moment. Oh Mann, oh. Okay, alles gut. Nichts passiert.
Wir haben eh Geld genug. Dann glaube ich, auf das über 3 Millionen auf dem Konto. Das ist nicht so schlimm, mal einen Bus zu biegen. Sollte in Real Life nicht passieren. Wird nämlich doch sonst noch besser. So. Oh, South Gellar Drive ist raus. Cool. Hallo. Wer war die South Nummer? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar, eine Sekunde. South Gellar Drive. So. Ja, Fahrkarte möchten Sie haben. Können Sie kriegen. Halt, die Nordicat nicht. So einfache Fahrkarte. So. Senioren-Ticket, einfache Fahrkarte. Oh. 3 Euro und 20. Senioren-Ticket, einfache Fahrkarte. So. Gut. Aber irgendwo hat auch ein Fahrgast eingeschlafen war, ne? Hab ich das richtig vom Schirm gehabt? Hier, du bist das. Tür noch offen. Der Bus war einfach nur so abgesenkt. Okay, warum auch immer. Sollte eigentlich nicht passieren. Und jetzt fängt es an zu regnen. Gut. Ja, Gellar Drive ist der nächste. Source Gellar Drive haben wir jetzt raus. Ich schmeiß jetzt so quasi die Haltestellen immer wieder raus, wenn ich das vorher auch schon gemacht habe. Also die Haltestellen, die auf 5 Stunden, die schmeiß ich dann wieder raus. So, halt ich raus. Und auch der Gellar Drive darf natürlich raus. Hi. Gellar Drive. South Gellar Eucalyptus Drive. So. Gellar Drive auch raus. So. Ich habe es gerade richtig gesehen, dass die mir da vor mit einer Sonnenbrille rumrennen. Bei Dunkelheit und Regen. Why not? Ja. Ich liebe es, wenn sie passt und zahlen. Eine Fahrkarte bitte. Alles klar. Danke. Das war zu viel. 20 Cent waren es. Was haben wir denn überhaupt dabei? 4 Millionen. Ach ja. Das war ein Musikhörer. Warte mal. Wo ist hier der Disco Boy? Da hinten. Disco Boy ist ein Disco Girl. Nein, meine Fahrkarte ist abgelaufen. Okay. So, perfekt. Weiter geht's. Nächster Halt. Second Avenue. Second Avenue. Ah, gut. So, Second Avenue, das heißt. Das. Jetzt hoffe ich, dass ich darum noch die Haltestelle wieder aufbauen kann. Und auch die Second Avenue. Das ist die dritte Haltestelle jetzt in Folge, die wir rauswerfen können. Warte mal, was ist die? So. Second Avenue geht aus dem Fahrplan. Jo, machen wir. Weiter geht's. Wir sind fast durch mit Zankist mittlerweile auch schon. Also viele Haltestellen sind es auch nicht mehr jetzt. La Luis jetzt schon mal durch. Zankist fehlt noch. Einfache Fahrt bitte. So, Tageskarte. Ja, und dann wird es wahrscheinlich irgendwann mit Timberwolf Eclipse Bay weitergehen. Ist so zumindest meine Vermutung, aber mal schauen, was dann so in der nächsten praktischer Weise ansteht. So, Sloat Boulevard. Diesmal habe ich jetzt auch nicht so gemacht, diesmal warte ich mich wie gesagt noch rein, um mich das zu machen. Erstmal, dass wir das alles soweit durch haben. Anderen Park brauchen wir nicht. Interessiert mich nicht. Da sind wahrscheinlich wieder einige alte Stellen dabei, wieder, die wir dann auf noch eine höhere Stufe aufführen werden können. Aber das ist jetzt nicht das Ziel. Unser Ziel ist es nach wie vor, alle anderen Haltestellen, die wir noch nicht haben,
Das sind ja super allzu viele. Auf 5 aufs Wetten. Also es wird langsam. Es wird wirklich langsam. Und dann hätten wir es fast. So, nächstes Mal Nummer 4. Ja, und jetzt läuft wunderbar. Auf jeden Fall schon Nummer 4 in Folge, die wir jetzt raushauen. Und raus mit euch. Ja. So. Gut. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Du brauchst 3 Stück sogar. Nimm mal mit. Gut. Und raus mit euch. So, jetzt geht's hier links. Ich weiß, dass hier noch ein Auto ist. Diesmal weiß es. Ja, diesmal müssen wir auch ein bisschen, weiß ich auch, dass wir hier lang müssen. Klappt ab, weil es wieder eine Einbahnstraße ist irgendwo. Ah, ich hasse diese Ecken hier. Vor allem mit diesen Alleen. Wenn du kommst teilweise mit dem langen Ding hier nicht rum und ich hab grad Spaß an dem Ding. Mir macht's grad Spaß. So. Genau, weil es wirklich eine Einbahnstraße ist. Wie ihr selber sieht hier gerade. So. Schade, wenn der jetzt, jetzt aufwerten können, wären wir nämlich mit der 5. Haltestelle in Folge. Das ist unsere kleine Serie. Aber ist nicht schlimm. So, weil die wäre nämlich auch auf 4 jetzt gewesen. Hallo. Also brauchen wir jetzt eine Folge. Nee, Studententicket. Dann ist mein Wochenticket abgelaufen. Hoffentlich kontrolliert niemand. Hi. Eine Fahrkarte bitte. Sopi, hab was. Ich habe auch eingangs alles, bevor ich mir diese Liste hier gemacht habe, kontrolliert. Ich sollte eigentlich alles soweit passen. Konzentrieren, wenn ich nicht weiß, was Consuela meinte, als sie zu Rob gesagt hat. Du weißt genau, was ich meine. So. Silver Park, jetzt geht's gering. Komplett hier durch Silver Park durch. Ja, ist gut. Steig aus. Normalerweise darf ich es nicht. Vielleicht dürfen wir es auch nicht nachher, weil ich einfach nicht direkt weg gab. Ist tatsächlich sogar ein paar Mal vorgekommen, dass Leute dann vergessen haben, zu drücken oder Bescheid zu sagen. Und dann. Ja, mussten sie halt bis zur nächsten Haltestelle. Glück gehabt. Die ganzen Wanderposter machen mir ein schlechtes Gewissen. Ich sollte mich wirklich mehr bewegen. So. Gott. Da ist die Haltestelle Nummer 7. Früher habe ich oft das. Das ist sogar. Ne, es ist doch die. Da kommt noch eine dazu. Eine fehlt noch. Oh ja, das ist genau das, was ich meine. Wenn dieser Scheißbaum nicht würde es. Ja, wäre es dieser Scheißbaum gewesen, den ich in einem Zug rumgehabt. So. Und ein Rollstuhlfahrer für die letzten Meter. So. Ist mir gerade egal, weil das ist die letzte Mal. Ist das letzte Mal, dass ich das halte. Silverpark East darf jetzt nicht mehr nochmal angefahren werden. Hör mal. Der Wind hat mir die Frisur komplett ruiniert. So, die nehmen wir raus. 1, 2, 3. Achso, nur 3 Haltestellen, okay. Ich könnte das natürlich. Sandkiste zupacken? Na gut, ich könnte ja schon Indigo Hill dazu packen, ne? So als Idee. Point Lobos Avenue. Natürlich kann die keiner dazu nehmen.
Boah, Indigo, hier ist ja gar nichts getan. Vicuña, ja gut, die haben wir ja alle. So. Gut, das ist das Problem. Du hast halt die Point Lobos Avenue. Ja. Warte mal. Point Lobos Avenue. Verbundene Routen anzeigen. Route 46 ist das. Point Lobos Avenue. Was jetzt? Oh, tschüss. Point Lobos so. Avenue. Warte mal, zeig es auf 5. Ich habe mir kürzlich selbst ein Banjo über den Kopf gezogen. Fragen Sie Point nicht. Lobos Avenue. So. Warum auch immer. So, Route konfigurieren. Indigo Hill. Indigo. Gut. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, du kriegst gleich eine. Warte mal. Handel. So. Gut. Normale Fahrkarte, einfach Fahrkarte 2. Danke. Ich muss jetzt tatsächlich wieder die Haltestellen reinpacken. Also wenn wir das jetzt durchfahren, diese Route hier, dann ist jetzt selber Parkshaus und fahren wir so zu, fahren wir zurück. Selber Park South, genau, dann fahren wir zurück zum Eucalyptus Drive und dann geht's weiter mit der dem Riss von Simkis. Und Indigo Hill geht, ist dann quasi die nächste Baustelle, die uns dann irgendwann angeht. Ich bin halt nur frühzeitig geblinkt. Gut, das ist die letzte Haltestelle für diese Runde hier, für diese Folge auch. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, aber nicht. Silver Park South. So, Silver Park South kann raus jetzt aus der Liste. Silver Park South. Second Avenue. Second Avenue. Silver Park West. Silver Park West. Slope Boulevard. Silver Park South. So, gehen wir dann raus aus der Liste. Ja. Gut. Das ist Ende der Route. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne, warte mal, wir sind noch nicht. Doch, wir sind durch, ja. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Mit dem Bus-Simulator 21. Und dann geht es weiter mit Sunkis. Und. Nee, Indigo Hill. Natürlich. Dann geht es nämlich hier oben weiter. Dann hätten wir das nämlich auch fast fertig. Und dann fehlt es nicht mehr so viel. Dann fehlt noch Valley's Peak, aber es ist Harbor. Das machen wir dann auch alles in einem. Das kriegen wir schon irgendwo noch hin. Und dann geht es mit Sea View und Eagles Bay weiter. Und dann sind wir durch. Mit dem Let's Play quasi mehr oder weniger. Ja, freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Hier bei Let's Play Bus Simulator 21.